Hallo liebe Freunde des gefleckten Brettspiels, ich bin Steffen und ich war auf der Messe Spiel doch 2024 in Dortmund und möchte im Rahmen dieses Videos gerne ein paar meiner Messeeindrücke mit euch teilen. Eine kleine Entschuldigung allerdings gleich vorab, aufgrund einer falschen Einstellung an der Kamera sind die Bilder teilweise leider etwas verwackelt geraten, das wird das nächste Mal wieder deutlich besser aussehen. Das bitte ich euch, wie gesagt, zu entschuldigen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinem Rundgang über die diesjährige Spiel doch. Willkommen, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels, zu einem kleinen Rundgang hier über die Messe Spiel doch 2024 in Dortmund. Wir betreten das Foyer vor der Halle 4 hier über den Eingang Nord und was direkt auffällt, ist, dass wir erstmal keine Menschenmassen direkt sehen, keine langen Warteschlangen. Das war ziemlich entspannt und angenehm. Das mag natürlich bei Öffnung gegen 9.30 Uhr noch ein bisschen anders ausgesehen haben. Hier gegen 11 Uhr vormittags konnte man aber quasi ohne Zeitverlust die Halle betreten. Wir betreten jetzt hier die Halle 4, was auch die einzige Ausstellungsfläche dieser Messe ist, war aber dennoch groß genug und werden direkt begrüßt mit einem Stand vom Veranstalter selber, nämlich der Spielbox. Hier konnte man sowohl vergünstigte Ausgaben des Spiel-Doch-Magazins erwerben, als auch die Sammlerwürfel, die jährlich von der Messe herausgegeben werden. Dann gehen wir hier mal weiter, sehen linke Hand Goliath, da kommen wir gleich nochmal näher dazu. Und hier auf der rechten Seite sehen wir dann den Stand von Manufaktur der Würfelturm. Hier waren sowohl Spiele als im Verkauf als auch ein paar interessante Holzspiele, die wir hier sehen. Da hatte ich leider keine Gelegenheit, die zu testen aus zeitlichen Gründen. Hier sehen wir Quango, das haben wir schon in dem BerlinCon-Video letztes Jahr gesehen. So, hier dann nochmal der Stand von Goliath mit Fokus auf Familien- und Kinderspiele. Der Verlag hat ja letztens erst Funko Games und auch Lucky Duck Games zugekauft. Dann kommen wir hier zum im auffälligen Blau gehaltenen Stand von Oink Games. Die hatten ihr typisches Portfolio an kleinen Spielen dabei. Sehen wir dann hier aber auch zwei größere Spiele, zum einen Moon Adventure, das sehen wir da unten links, und auch Tiger and Dragon, das sehen wir jetzt kurz hier auf der rechten Seite, das haben wir auch Probe gespielt und das werde ich in einem separaten Video nochmal vorstellen. Dann hier auf der rechten Seite Dying Light, das ist ein Kickstarter, der wird gerade ausgeliefert, hier sehen wir Heidelberg Games mit Kutnahora, ja hier nochmal Dying Light. Die beiden netten Menschen, die hier winken, sind der René und seine Frau von Shades of Home. Die hatten viele Spiele eines mir bislang vollkommen unbekannten ungarischen Verlags namens Marbuschka dabei. Ja, man sieht die da hinten im Regal. Ich bin hier auch länger stehen geblieben und habe mir das alles mal angeschaut. Diese Spiele haben nämlich meiner Meinung nach alle eine wunderbare Gestaltung und habe mir deswegen auch mal zwei dieser Spiele testweise gekauft. Die werden dann sicher in einem anderen Video nochmal auftauchen. Auf der rechten Seite kurz im Bild der Stand von Abacus-Spiele mit die wandelnden Türme, Wonderbook oder auch der Erweiterung zu Number 9. Dann auf der linken Seite auf der Ecke, hier kommen wir beim PD-Verlag vorbei, da konnte man Pictures mit diversen Erweiterungen Probe spielen oder auch Is it a Balloon, das ist so ein Zeichen-Ratespiel. Auf der anderen Seite sehen wir Evis Nerd und Geek World, da gibt es vor allem Zubehör für die Rollenspielfreunde unter uns. Schließlich kommen wir auch am Stand von der Spieloffensive vorbei, meinem Empfinden nach ein bisschen kleiner als in Essen beispielsweise. Dennoch gab es hier auch ein Glücksrad, an dem man Spiele gewinnen konnte oder andere Kleinigkeiten. Gab auch einige gute Angebote, hier der Wühltisch für 5 Euro pro Spiel oder auch hier zu sehen Distilled konnte man für 80 Euro erwerben. Dann hier hinten im Regal gab es auch noch einige gute Angebote oder hier zum Beispiel Bücher der Zeit. Challengers, Shamans, ja, konnte man alles hier zu relativ guten Preisen erwerben. Dann sehen wir hier kurz den Stand von Spiel das. Die haben ja vor allem Ninja Academy wieder verfügbar, wer das schon immer kaufen wollte.
Und hier haben wir kurz den Stand von Ostia-Spiele gesehen auf der rechten Seite. Hier linke Hand kommen wir bei Skitter vorbei. Da haben der Flo und ich ja von der BerlinCon schon ein Video draus gemacht oder drüber gemacht. Das ist ja so ein Schnipsspiel mit magnetischen Bereichen, das auch ziemlich viel Spaß macht. Die wollen jetzt auch dann in Essen richtig durchstarten damit. Hier sehen wir den Stand von Hasbro. Die hatten neben einer neuen Monopoly-Variante, nennt sich glaube ich Knockout, auch hier das Leben in Reterra dabei. Das hätte ich auch ganz gerne mal Probe gespielt, aber leider auch aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Dann kommen wir hier auf der rechten Seite bei Plus Minus vorbei. Das ist ein Verlag aus der Nähe von Bamberg. Das ist ein recht innovatives Würfelspiel. Da habe ich mir auch ein Exemplar von mitgenommen. Werde ich euch auch nochmal vorstellen. Hier noch ein bisschen, ja, ein bisschen was für unsere Tabletop-Freunde. Und wie wir gleich hinten an der Wand sehen, gab es hier auch Space Marines in Lebensgröße bzw. Überlebensgröße. Das sah schon recht imposant aus, wenn die dann hier über die Messe gelaufen sind. Und jetzt hier auf der linken Seite kommen wir schließlich dann zum Spielebereich der Messe. Also hier konnte man sowohl die erworbenen Spiele als auch ausgeliehene Spiele dann testen. Hier auf der linken Seite sehen wir mal einen leeren Tisch. Das war ein seltenes Bild, denn wir sehen es schon hier. So ein kleines Problem war dann, dass die Spiele eigentlich immer vollkommen besetzt waren. Also ich hatte mir dann auch hier ein Spiel ausgeliehen, wollte das gerne Probe spielen, aber nachdem ich nach 5 Minuten noch keinen freien Tisch gefunden habe, habe ich es dann wieder zurückgegeben. Also es ist natürlich schön, dass das Interesse hier so groß ist. Dennoch, ja, es war durchaus ein Problem, leider hier einen freien Spieletisch zu finden, wie man hier sieht. Also wirklich gut ausgelastet, gut besucht. So, hier kommen wir dann zu den Spielen, die man hier zum einen kaufen konnte auf dieser Seite und dann gleich auch hier ab hier dann auch ausleihen konnte. Also das konnte man sich einfach nehmen, musste nur den Deckel da lassen und konnte das dann probespielen. Hier waren auch einige ja, aktuelle Spiele dabei, wie jetzt Jerusalem oder Botanicus oder Shake the City. Auf der rechten Seite hier sehen wir eine Spielfläche von Ravensburger. Und dann kommen wir hier auf der linken Seite am Stand von Cosmos vorbei. Auf der anderen Standseite gegenüber fand die deutsche Catan-Meisterschaft statt. Hier auf der rechten Seite haben wir dann einen Verkaufsstand von Kultspiele in dem Fall. Da habe ich auch mal drüber geguckt, konnte mich allerdings zurückhalten, hier was zu kaufen. Wenn man hier ein bisschen durchgeguckt hat, konnte man, denke ich, auch das ein oder andere Schnäppchen machen. Vor allem in dem Regal, was wir da jetzt hier gegenüber auf der linken Seite an der Wand sehen, da waren einige ganz gute Preise mit dabei. Hier sehen wir Quarz, das ist ein Kickstarter, der demnächst auf GamePound startet, meine ich. Hier kommen wir dann am Stand von Schmidt-Spiele vorbei. Die hatten auch einige Spiele im Gepäck, die man dann hier am Stand auch Probe spielen konnte. Hier sehen wir den Stand von Magnificum, bekannt für Krimispiele. Hier kommen wir bei Moses vorbei. Hier sehen wir wieder einen Verkaufsstand, in dem Fall ist das die Spieleburg. Hier gab es wirklich einige sehr gute Preise, zum Beispiel habe ich hier die günstigste Variante von Mischwald gefunden für 26 Euro. Veil of Eternity konnte man für 25 Euro kaufen. Und auch hier vorne in diesen Spielestapeln gab es einige sehr gute Angebote, zum Beispiel Challengers, Neon. Oder auch hier Forgotten Waters für 29 Euro, Mosaik glaube ich auch 29, Agricola, ja. Da ist der ein oder andere sicherlich fündig geworden in Sachen Schnäppchen. Hier sind wir jetzt bei Piatnik, dem Verlag aus Österreich. Die hatten auch sehr viele Spiele aus ihrem Verlagsprogramm dabei, auch zu ja, ziemlich guten Preisen. Hier sehen wir den Stand von Queen Games mit der Neuigkeit der Bavala, da kommen wir gleich nochmal vorbei. Dann hier auf der linken Seite, das ist der Stand mit Spielefläche von Amigo.
Hier sehen wir den Stand von Hans im Glück, auch mit großer Spielefläche. Hier natürlich als Neuheit vor allem Botanicus mit dabei. Und El Grande in der neuen Version sehen wir hier im Regal unter anderem. Dann kommen wir hier bei B-Rex vorbei. Da sehen wir auch gerade die Julia vom Kanal. Spiel doch mal, die da gerade ein Interview führt. Und auch hier vorne in dem Stapel von Spielen waren einige sehr gute Preise mit dabei. Und zu bewundern war da auch Wonderlands War in der deutschen Version. Hier nochmal Hans im Glück auf der rechten Seite. Und hier, das ist der Verlag F. Hein Spiele, da musste ich mich belehren lassen. Den kannte ich so gar nicht, den gibt es allerdings seit 35 Jahren tatsächlich schon. Die hatten auch schon mindestens zweimal, glaube ich, Nominierungen zum Spiel des Jahres. Leider allerdings nie den Preis dann tatsächlich auch gewonnen. Hier sehen wir Strohmann Games, auch mit der Möglichkeit, einige Spiele zu spielen. Und hinten, hinter der Theke sehen wir in diesem Fall auch den Marcel, das ist der Chef von Strohmann Games. So, hier kommen wir nochmal bei Queen Games vorbei und hier sind sehr viele Tische mit Dabba Valla. Das wollte ich auch gerne mal probespielen, aber auch hier war, leider hatte ich ein bisschen Pech und wir haben keinen freien Tisch gefunden. Da geht es um diese Essensauslieferungen in Indien, das wohl besonders gut zu managen. Sah vom Thema sehr interessant aus und auch die Gestaltung hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, hier nochmal Pjatnik. Auch nochmal einige Angebote zu ziemlich guten Preisen. Vor allem sehen wir jetzt hier gleich das Kinderspiel des Jahres 2020, Speedy Roll, für nur 10 Euro. Also da konnte man ein gutes Schnäppchen machen. Dann hier auch nochmal einige Angebote aus dem Verlagsprogramm. Und wie wir gleich sehen werden, was mir da besonders ins Auge gestochen ist, ist natürlich Raccoon Tycoon. Sehen wir hier unten für 20 Euro. Das hätte ich mir wahrscheinlich direkt mitgenommen, wenn ich es nicht schon in der Sammlung hätte. Hier sehen wir den Stand von Pegasus. Die hatten natürlich zum einen als Neuheit Lumicora dabei oder auch Evacuation im letzten Jahr. Aber auch eine Neuheit, ein Push-Your-Luck-Würfelspiel mit Hundethema sehen wir hier, nämlich Spots. Das haben wir auch Probe gespielt, hat mir ziemlich gut gefallen. Werde ich auch in einem separaten Video nochmal vorstellen. Hier kommen wir nochmal beim Moses Verlag vorbei. Mit einigen typischen Vertretern aus dem Verlagsprogramm. Hier der Stand von Board Game Box. Hier sehen wir nochmal den Stand von Magnificum mit den Krimispielen. Hier hatte man dann, wie man sieht, auch die Möglichkeit, so ein Fahndungsfoto von sich schießen zu lassen. Hier auf der linken Seite sehen wir das rote Spielemobil, das wohl bei der Stadt Herne beheimatet ist. Ja, ich weiß gar nicht genau, wozu das eingesetzt wird, so im Detail, aber es sah auf jeden Fall sehr schön aus. Dann sehen wir hier nochmal die Spielfläche von Ravensburger. Und hier in diesem Rabatttunnel, nenne ich es jetzt mal, konnte man tatsächlich ein paar Schnäppchen machen. Das Brettspiellager hatte hier einige interessante Spiele zu interessanten Preisen im Angebot. Zum Beispiel Azul in dieser Schokoladenversion für 35 Euro. Hier haben wir Polynesia für 15 Euro. Oder halt auch vor allem hier Descent für 88 Euro, ziemlich guter Preis. Rift Force konnte man für 10 Euro kaufen. Hier Bears vs. Babies für 10 Euro, ein skurriles Spiel eher. Le Havre für 35 Euro, Kennerspiel, auch ziemlich guter Preis dafür. Die Winteredition von Carcassonne sehen wir. Und dann Abgrundtief für 40 Euro, auch ziemlich guter Preis, ist ja der inoffizielle Battlestar Galactica Nachfolger. Hier Zombicide Dead or Alive für 65 Euro das Grundspiel. Wer noch kein Zombicide hat, hätte hier zuschlagen können. Oder auch hier das Roll and Ride Zombicide für 17 Euro. Hier noch ein Sonic-Spiel mit ziemlich schönen Figürchen für 15 Euro. Oder Time Stories, wer es noch nicht hat, für 20 Euro.
Hier auf der linken Seite sehen wir nochmal einen Anbieter, Wooden Castle von Brettspieltischen. Hat nach sehr guter Qualität auch ausgesehen, kann man sich dann individuell auch konfigurieren, ist allerdings wahrscheinlich dann auch nicht ganz günstig. Und hier kommen wir jetzt in den Flohmarktbereich. Ja, hier nochmal das Spielemobil auf der rechten Seite. Und hier an der Wand auf der linken Seite dann einige Flohmarktstände. Also offizieller Flohmarktbereich, waren allerdings, wie ich das gesehen habe, auch Händler eher. Und hier konnte man aber durchaus einige Spiele zu ziemlich guten Preisen kaufen, wie man jetzt hier sieht. Zum Beispiel Five für 19 Euro oder auch ja, After Us gab es da relativ günstig. Hier mal wieder so ein paar Wühlkisten, da konnte man da nach seinen persönlichen Perlen tauchen. Ich habe da mal drüber geschaut, habe allerdings für mich so also direkt erstmal nichts gefunden hier. Macht aber natürlich auch Spaß, da so ein bisschen zu stöbern, das ist klar. Und dann hier einer der beiden Stände von der Spielbar. Die haben ja immer so zum einen ältere, also auch ein paar aktuelle Spiele im Angebot. Ja, zu recht guten Preisen für gewöhnlich. Auch hier macht das Stöbern in dieser Menge natürlich dann auch Spaß. Kommen wir hier nochmal zu einem Anbieter von Krimispielen. Krimi Total, auch ein sehr schöner Stand. Krimispiele sind ja nicht so mein Favorite, deswegen habe ich dem nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Hier nochmal ein Anbieter von Zubehör, diverse Game Trays, Würfeltürme. Und auf der Messe gab es auch Schach in besonderen Varianten. Das sehen wir jetzt zum einen hier. Ja. Und zwar ist es hier so, dass die Figuren sich nicht rauswerfen können, sondern sich dann zum Tanzen so aneinander schmiegen, wenn sie sich eigentlich rauswerfen würden. Da haben wir auch ein Exemplar davon mitgenommen, das werde ich euch in einem separaten Video nochmal vorstellen. Habe ich auch schon gespielt, ist sehr interessant, hat Spaß gemacht. Denn hier sehen wir Autoren, hier waren drei oder vier Autoren an dieser Wand entlang, die da die Möglichkeit hatten, ihre Spiele vorzustellen. Hier kommen wir nochmal bei Cuplex vorbei. Hier sehen wir zum einen den Max, ist das der, müsste der Maxim hier sein. Natürlich ja, Brettspieltische von sehr, sehr guter Qualität, aber eben auch nicht ganz so günstig. Die sehen aber wirklich sehr schön aus und machen sicherlich sehr viel her. Ja, hier nochmal der Stand von Pegasus von der anderen Seite. Und hier kommen wir nochmal bei Autoren vorbei. Hier einmal so ein Spiel mit römischem Thema, eher abstrakt. Und hier Flying Gang. Da hatte ich leider auch keine Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Sah auch interessant aus, auf jeden Fall. Und hier kommen wir dann zu The Fog, Escape from Paradise. Das haben wir tatsächlich Probe gespielt. Das werde ich auch nochmal vorstellen. Man sieht also hier, hier sehen wir die Deluxe-Variante, hat sehr schönes Material. Es geht darum, vor einem mysteriösen Nebel hier von einer Insel zu flüchten mit diversen ja, Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Und hier nochmal ein Stand von der Spielbar. Auch der hat nochmal zum Stöbern eingeladen. Ja, macht mir persönlich ja auch immer viel Spaß, hier einfach mal so durchzugucken, zu stöbern, was es alles so gibt. Und ich hoffe natürlich dann immer insgeheim, dass ich besser nichts finde, was meine Sammlung noch weiter vergrößern würde. Da hatte ich dieses Mal auch Glück, in Anführungsstrichen. Da bin ich, denke ich, nicht fündig geworden. So, dann kommen wir hier nochmal, auch nochmal bei einer Schachvariante vorbei. Das ist auch nochmal in dem Fall Chess Plus, das ist auch mit diesen Figuren, die sich dann ja zu einer vereinigen, wenn sie sich eigentlich schlagen würden, ne? Sehen wir hier. Auch sehr interessant, wie gesagt, das werde ich euch in einer Variante nochmal separat vorstellen. Dann hier die, die SAZ, die Spielautorenzunft, war auch mit dabei. So, da sind wir auch schon wieder zurück von der Messe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Rundgang, auch wenn die Bildqualität dieses Mal leider nicht die allerbeste war. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.